konkrete Solidarität, was bedeutet für Sie dieser Begriff? Das bedeutet Solidarität mit allen, die unter dem System, in dem wir leben, leiden müssen. Im Augenblick ganz besonders die, die aus vielen Ländern fliehen müssen. Ländern, in denen Krieg geführt wird. Sie müssen auch vor Menschenrechtsverletzungen, Folter, Inhaftierung fliehen. Aber sie müssen auch fliehen vor den Folgen der Klimakatastrophe, vor den Folgen des Niederkonkurrierens der lokalen Märkte durch die großen Länder, produzierenden Länder in den Drittweltländern, also auch aus ökonomischen Gründen. Eine Forderung der Kundgebung ist die Aufnahme aller in Griechenland Gestrandeten in Deutschland. Nimmt Deutschland nicht auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten schon genug Schutzsuchende auf? Wenn man sich das genauer anguckt, und das hat Eurostat getan, ist Deutschland auf der Liste der europäischen Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, nicht etwa an erster, sondern an sechster Stelle, wenn man das pro 1000 Einwohner rechnet. Und das ist nicht sehr viel. Und wenn man sich ansieht, was in den Ländern selber, in den Ländern im Maghreb oder in Afrika selber an Fluchtbewegungen ist und was Nachbarländer oder was Nachbargemeinden an Fliehenden aufnimmt, dann ist das ein Bruchteil, ein winziger Bruchteil, den wir in Deutschland aufnehmen. Außerdem, was im Augenblick in Idomeni und in anderen Lagern in Griechenland los ist, das können wir jeden Tag in den Medien sehen. Und es ist grauenvoll. Und Griechenland ist ein Land, das selber über überhaupt keine Mittel mehr verfügt, was ja auch etwas mit der Politik der europäischen Länder und der Bundesregierung zu tun hat. Und wir helfen nicht. Die müssen aufgenommen werden, die müssen hierher kommen können. An der Kundgebung beteiligt ist auch der Förderverein Roma e.V. Roma bekommen oftmals die Flüchtlingseigenschaft abgesprochen. Sind es also nicht nur sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge? Erstmal habe ich ja schon gesagt, was ich von diesem Begriff halte. Es gibt ganz viele Menschen, die in den Ländern, in denen sie geboren sind, nicht leben können, ökonomisch wie aus Menschenrechtsgründen, aber auch aus ökonomischen Gründen. Die Roma sind eine Minderheit, die immer in Europa ausgegrenzt wurde, besonders in den südosteuropäischen Ländern und in den osteuropäischen Ländern haben die Menschen fast keine Überlebenschancen. Und sie sind auch massiven Angriffen Rechtsextremer ausgesetzt. Wir haben eine ganz besondere Verpflichtung in Deutschland gegenüber den Roma, weil wir von 33 bis 45 sie in den Konzentrationslagern zu Hunderttausenden ermordet haben. Sie haben jetzt schon ein bisschen die Historie angesprochen. Die Kundgebung für eine solidarische Flüchtlingspolitik findet am 7. Mai, also einen Tag vor dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, statt. Lassen sich Lehren aus der Historie für die aktuelle Politik ziehen? Ja, ich glaube schon. Wir leben in einer großen Krisensituation, auch wenn uns das in Deutschland noch nicht so erwischt hat. Aber in fast allen anderen Ländern Europas hat es zugeschlagen und in den Ländern auf anderen Kontinenten noch viel mehr. 1929 war eine so große Krise in Europa, 1929. Und aus der Krise ist dann der Sieg des Nationalsozialismus hervorgegangen. Daran hat auch Yanis Varoufakis bei DiEM25 in Berlin erinnert und diese Parallele gezogen. Für mich persönlich gibt es eine besondere Motivation. Mein Vater Wolfgang Abendroth hat vom Anfang an im Widerstand gegen Hitler gekämpft, schon bevor Hitler an der Macht war. Sie haben ihn schrecklich gefoltert, haben ihn ins Zuchthaus gesteckt. Er wurde zu einem sogenannten Strafbataillon eingezogen und hat dann an der Seite der griechischen Partisanen für die Befreiung vom Nationalsozialismus gekämpft. Und für mich ist dieser Kampf des europäischen Widerstandes, wenn es überhaupt eine Begründung gibt für ein gemeinsames, solidarisches Europa, das ist der Kampf, an den wir anknüpfen können. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen das am Vortag des 8. Mai machen, des Tages der Befreiung vom Nationalsozialismus. Gibt es
Gibt es konkrete Lehren jetzt im Bezug auf die Flüchtlingspolitik für ja, heute? Ja, allerdings. Die haben ja die Väter und Mütter des Grundgesetzes auch gezogen. Sie haben das unveräußerliche Menschenrecht auf Asyl im Grundgesetz fest verankert. Schon 1993 wurde das ja einmal so eingeschränkt, dass man es fast nicht wiedererkannt hat. Und was jetzt passiert mit dem EU-Deal mit Erdogan und mit den neuerlichen Asylrechts in Anführungsstrichen Reformen, das ist die totale Aushebelung dieses Rechtes auf Asyl. Damals war den Vätern und Müttern der Verfassung sehr klar bekannt, dass wer überhaupt überlebt hatte von den Widerständlern und von den verfolgten Juden und anderen, der hatte das deshalb getan, weil er Asyl in einem anderen Land gefunden hatte. Und wer überhaupt an demokratische Traditionen vor Hitler anknüpfen konnte, das waren diese Menschen, die aus dem Asyl zurückgekehrt sind, wie zum Beispiel Adorno oder Horkheimer. Als Abschlussfrage für ein Europa der Solidarität und der Menschenrechte lautet ein Slogan. Was muss getan werden, um in diese Richtung zu gehen? Zwei Sachen. Man muss sich wieder an die Charta der Vereinten Nationen erinnern, in der nicht nur das Menschenrecht auf Asyl und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verankert sind, auch soziale Menschenrechte. Und dieses erste auch im eigenen Land. Kämpfen gegen die Austeritätspolitik, gegen die immer tiefere Spaltung der Gesellschaft in Reich und Arm, auch in unserem Land. Das ist die beste Art der Solidarität. Zweitens, weltweit die Ursachen, was in der offiziösen Politik immer so schön Fluchtursachen heißt, die Ursachen all dieser Migrationsbewegungen bekämpfen. Und das heißt leider, muss ich sagen, auch das System bekämpfen, das diese Ursachen hervorruft. Die wahnsinnigen Kriege, die es im Augenblick gibt, den schrecklichen Klimawandel, der nicht gestoppt wird, und die Ausbeutung der sogenannten Peripherie durch die Länder in den Zentren. Nicht durch die Länder insgesamt, sondern durch die, die daran ökonomisch profitieren. Für eine solidarische Flüchtlingspolitik, für das uneingeschränkte Menschenrecht auf Asyl, nein zur Festung Europa. So die Kundgebung am Samstag in Frankfurt. Start ist um 14 Uhr an der Hauptwache. Wir sprachen mit Elisabeth Abendroth aus dem Griechenland-Solidaritätsnetzwerk Frankfurt-Rhein-Main.